Herzlich willkommen zu einem NBA-Video auf Wordspedia. Wir reden jetzt 10 Minuten über Basketball. Wir schauen das Spiel heute um 18 Uhr an New York Knicks gegen die Oklahoma City Thunder, machen einen kleinen Quickie über die Nachtspiele und gucken gleich mal auf die Standings und fangen da mit dem Westen an. Da gibt es nämlich die ein oder andere Überraschung. Die höchste, größte Überraschung, definitiv auf Platz 1, die Utah Jazz. Nicht wenige Leute hätten die eher ganz unten erwartet, auf Niveau der Houston Rockets, aber sicher nicht auf Niveau der LA Lakers. Die Jazz, wirklich bisher die positive Überraschung. Ich glaube, das wird sich zwar jetzt im Laufe der Saison alles einrenken, die werden irgendwo zwischen, sagen wir mal, 9 und 13 am Ende landen, aber trotzdem, Markkanen, Conley und Co. machen da echt einen guten Job. Die Grizzlies waren eigentlich da erwartet auf Platz 1, 2 oder 3. Portland funktioniert wirklich gut, Lillard spielt wieder stark und auch Jeremy Grant, der ja getradet worden ist, passt sehr gut zu den Blazers, gefällt mir. Die Dallas Mavericks, 7 Siege, 5 Niederlagen, aber die Niederlagen, gegen wen die gewesen sind, zeigt schon, wie gut dieses Team ist, denn sie haben wirklich gegen den Bodensatz der Liga teilweise verloren oder nach 15, 20 Punkte Führung, wie zum Beispiel die Suns, noch das Spiel abgegeben. Also Dallas klickt auch sehr stark, ganz im Gegenteil, die LA Lakers, 2 Siege, 10 Niederlagen und wird es noch besser? Man weiß es nicht, sie spielen ja heute in der Nacht gegen die Brooklyn Nets, die, wenn wir hier im Westen schauen, derzeit auf dem 10. bzw. 11. Platz ist, sind ja gleich mit den Siegen mit Chicago und Philadelphia, aber auch mit den Miami Heat, also da unten im unteren Drittel oder in der unteren Hälfte, da tummeln sich schon einige Playoff-Contender. Die Nets haben Steve Nash gefeuert, seitdem funktioniert eigentlich ganz gut, erst zwar nur zwei Siege jetzt in Folge, aber sie haben es geschafft, 5-mal in Folge die gegnerischen Teams auf unter 100 Punkte zu lassen. Das ist schon in der derzeitigen NBA, wo wir sehen es hier an der Spalte PPG, Points per Game. Selbst die schwächsten Teams schaffen immer noch im Schnitt 108 Punkte im Osten. Und wenn man auch hier im Westen schaut, da ist eigentlich auch das unterste Team, die LA Clippers mit 104 Punkten, spielen da offensichtlich deutlich langsamer. Was gibt es hier an Überraschungen? Eigentlich keine so richtig, vielleicht die Washington Wizards, dass sie jetzt mit 7 Siegen, 6 Niederlagen gestartet sind. Ansonsten eher negative Überraschungen, aber dafür ist es auch noch zu jung in der Saison. Die New York Knicks auf Tabellenplatz 8, genau ausgeglichene Bilanz, 6 Siege, 6 Niederlagen und die gehen jetzt gegen die Oklahoma City Thunder, die fast genau die gleiche Bilanz haben, allerdings eine Niederlage mehr und ein Sieg weniger. Dementsprechend die Quotenverteilung, Knicks sind hier der Favorit und dann schauen wir uns doch einfach mal die letzten Spiele an. Der Sieg hier gegen die Detroit Pistons, der war ganz gut eigentlich. Muss ich mal hier wechseln. Zack, Hammers. 121 zu 112 gewonnen gegen die Nets im quasi Derby, auch wenn das im Basketball in der NBA ja nicht so gelebt wird wie beispielsweise in Europa. Da gab es eine ordentliche Niederlage, dann Sieg gegen die Timberwolves, Niederlage gegen die Celtics, Sieg gegen die 76ers. Also es wechselt sich immer ab und auf Seiten der Thunder, kurz, sie haben auch gestern gespielt, gab den deutlichen Sieg gegen die Raptors, aber davor 4 Niederlagen in Folge und ja, gegen gute Teams mal abgesehen von den Detroit Pistons. Bei den New York Knicks, was hat sich getan? Sie sind ja mehr oder weniger All-In gegangen bei Jalen Brunson, der Starting Point Guard. Macht auch bisher wirklich einen sehr guten Job. Sie haben ja noch versucht dazu, Donovan Mitchell eigentlich zu holen. Der ist mittlerweile bombenstark bei den Cleveland Cavaliers unterwegs. Ein Team, was ich sehr, sehr spannend finde. Und bei den City Thunder, die haben ja ihren First-Round-Pick, Chet Holmgren. Der hat ja eine Verletzung erlitten in einem Preseason-Pick-Up-Game sozusagen gegen LeBron James verteidigt. Hat sich da im Fuß verletzt und fällt die ganze Saison aus. Ja, wird keine leichte Saison und wenn wir uns jetzt hier mal die Handicaps anschauen, die Knicks mit 6 Punkten, 5,5 Punkten, der Favorit bei den Buchmachern, finde ich eine sehr, sehr schwierige Line, weil die Teams sind doch ein bisschen ausgeglichen, wenn wir jetzt mal überlegen, Thunder gerade bei den Raptors gespielt, jetzt geht es nach New York, also beide mit gleiche Erholungsphase, beziehungsweise New York ist zumindest daheim geblieben. Ich glaube tatsächlich, dass die Knicks gewinnen.
die bessere Wette. An der Line wäre für mich allerdings die 5,5 on top. Und dann schauen wir uns mal die Über-Unter an. 224,5 ist ungefähr die Line. Das ist sehr, sehr hoch. Und gerade wenn man weiß, wie der NBA-Spieler so ein Routinetier ist, da kann es sein, dass diese frühe Startzeit, 18 Uhr in New York ist ja, 18 Uhr in Deutschland ist ja dann irgendwo mittags, 12 Uhr in New York. Das heißt, da glaube ich tatsächlich, dass es weniger Punkte geben wird, denn die dürften sich relativ schwer tun zu akklimatisieren. Dementsprechend meine Tipps bei diesem Spiel: Sieg New York Knicks, aber wer die Line spielen möchte, finde ich plus 5,5 auf die Thunder tatsächlich attraktiver. Weil ich beide Teams eben ein bisschen ausgeglichen sehe. Beide spielen sehr intensiv, vor allem Tim Thibodeaus Mannschaften sind ja dafür bekannt, hart zu spielen, schnell zu spielen. Er hat auch einen Kader, der ihm wirklich folgt, also das passt schon, auch wenn man, glaube ich, keine Wunderdinge von diesen beiden erwarten darf. Dementsprechend schauen wir einfach mal, was tut sich denn noch heute Nacht. Da spielt der Tabellenführer im Westen, die Utah Jazz, bei den 76ers. Die 76ers haben jetzt in der Nacht ihr Spiel gewonnen mit 121-109 gegen die Atlanta Hawks. Und die Jazz haben bei den Wizards verloren. Also die Quotenverteilung relativ deutlich auf 76ers. Asian Handicap minus 3,5 ist, glaube ich, auch spielbar, aber ich würde tatsächlich jetzt einfach hier dieses Spiel mitnehmen. Und wenn wir mal schauen, 67%, okay, drei haben es bisher abgestimmt, sehen das genauso wie ich, beziehungsweise eigentlich einer noch wie ich. Ich glaube, da klicken noch zu wenig drauf. Das heißt, auch für dich, melde dich bei Oddspedia an und mach dir einen Account und dann kannst du hier so ein bisschen rumtippen. Chicago Bulls gegen die Denver Nuggets, da brauchen wir nicht großartig rumreden. Bulls sind ja so ein Team im Niemandsland. Zu gut in der Offensive und zu schwach in der Defensive, sind auch in ja, relativ gleiche Bilanz, haben jetzt zwei Siege weniger als die Denver Nuggets. Also da gibt es jetzt aus meiner Sicht nichts Großartiges bei dem Status der Saison, wo man jetzt sich Gedanken machen müsste. Ne? Ein bisschen drum herum geredet. Also auch hier würde ich tatsächlich sagen, die Denver Nuggets gewinnen. Das sage ich auch. Sacramento Kings gegen die Golden State Warriors, das ist schon ein bisschen spannender. Die Kings sind ja wirklich auch ein Team, was eigentlich Jahr für Jahr nicht ihr Potenzial erreicht. Jetzt haben sie mal zwei Spiele in Folge gewonnen gegen die Cavs und Lakers, gegen zwei nominell gute Teams. In der Praxis nur die Cavs stark, Lakers schwach. Lakers waren ja auch mit einem Vorsprung sogar ins vierte Viertel reingegangen, auch wenn es nur ein Punkt, glaube ich, war. Aber Sacramento hat es dann relativ souverän gewonnen und die Warriors mit Siegen bereits gegen die Kings gerade, ein sehr knapper, aber auch gegen die Cavs. Davor gab es eine Niederlagenserie. Die Problematik mit Jordan Poole, mit Draymond Green ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgeräumt. Klay Thompson spielt seine schlechteste Saison seit langem, vielleicht sogar aller Zeiten. Aber hier würde ich dann schon darauf gehen, dass die Warriors das gewinnen. Relativ langweilig die 1,6, das würde mir tatsächlich nicht reichen. Und minus 3,5 kann man auf jeden Fall mitmachen. Oder man lässt einfach die Hände von. Brooklyn Nets haben jetzt gerade bei den Clippers gewonnen. Back-to-back-Spiel jetzt gegen die LA Lakers. Bleiben also quasi gleich in Los Angeles. Da wird nur die Halle umgebaut, beziehungsweise der Platz und ein paar Logos getauscht. Die Lakers mit 5 Niederlagen in Folge. LeBron James wird wahrscheinlich nicht mit von der Partie sein, ist noch angeschlagen. Nichtsdestotrotz würde ich hier aufs Asian Handicap auf die Lakers gehen. Knappe Niederlage würde damit noch abgefedert werden, wenn wir auch hier runtergehen. Plus 3, 1,97, plus 3,5, 1,91. Finde ich ganz gute Wette, weil ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, Brooklyn ist, auch wenn sie jetzt mal 2 gewonnen haben oder 4 aus den letzten 5, noch lange nicht über dem Berg. Erwarte hier auch ein Spiel tatsächlich mit relativ
wenig Punkten, also unter 221. Wir haben es gerade gesagt, die Brooklyn Nets sind defensiv wirklich sehr, sehr stark und von daher ist das doch dann auch nochmal eine richtig schöne Wette. Das soll es dann schon gewesen sein von diesem NBA-Sonntag. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht das attraktivste Spiel erwischt mit New York gegen die Kollegen aus Oklahoma in der Nacht. Wer aufbleiben möchte, der hätte schon das ein oder andere Leckerbissen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Lakers gegen Nets, Davis gegen Durant ein cooles Spiel ist. Kings Warriors dürfte ein Spektakel sein. 76ers gegen Jazz. Joel Embiid ist, glaube ich, immer eine Ehre zuzuschauen. Von daher, wir sehen uns wieder nächste Woche am Sonntag. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Sagt mir noch, was ihr von dieser bisherigen NBA-Saison haltet und dann reden wir in den Kommentaren weiter. Ciao, ciao! Oddspedia, the Sports Betting Community.